man sieht man so beim Ritter des Gefechtes, weil ja Stadt ist die Brandung. Aber der Lupfenstermann ist auch schon ein toller Sieger, zugleich auch ein würdiger Vereinsmeister. Herzliche Gratulation und St. Stefan Guttenmoos hat man heute in der Hitze des Gefechtes übersehen. Dürfte auch eine tolle Zeit werden oder geworden sein hier noch. Aber wir sind schon gespannt, wer es kommt mit meinem Nächsten, an diesem Stefan Guttenmoos, der auch schon tolle Erfolge gefeiert hat. Ja, das ist die Nummer 172, die 172, der Grundaler Luis ist es, Luis Grundaler. Ja, der Mann, der braucht man gut schon, den kennen wir aus vergangenen Zeiten natürlich, die ehemalige bekannte Radlösen natürlich. Und die Nummer 169 kommt zu uns herein, auf der Wartbau, gibt es von Rockenverein Friedrichsburg, aber den Titus kennen wir auch als Rockenmeister natürlich, so die ersten 13 bereits ist der Lisa, und der Werner Gottkastel, auf der Rheinsweißer, auf der Rad und in Unterlanden natürlich auch dabei. Rennen für jedermann zu haben, für die Nummer 165. War super, jetzt habe ich wohl am Bogen. Ja, leider keine vollständigen Startliste. Ich hoffe, dass man die meisten so kennen vielleicht. Also, auf die ersten drei stehen sie jetzt da. Der Sieger mit Stefan Guttenmoos, Luis Grondaler. Die 169, das ist der Tante Vinzenz. Der Jugendfahrer, die 180, das ist der Kinnemann-Fried. Dann die 194 unser Roman Ebringer. Die 198 Alex Hundlinger. Und da die 196 rein, schauen wir welche 198. Unser Frosch Matthias. Es wird nicht allzu lange dauern. Vor 15 Uhr bereits in Starten und die Läufer. Wir vor 15 Zeugen sind die Läufer umgestanden, wir haben auch eine Teamwertung. Ja, Stefan Guttenmoos hat sich neben den Sieg hier von diesem Rennen auch einen Vereinsmeistertitel natürlich angeholt, natürlich Luis Grondaler mit in diesem Spitzendrehen natürlich. Ja, der wird noch gefeindet, der kennt natürlich. Die 197 kämpft hier herein, die 197, der Brandmantus und auch die 188, herzliche Gratulation. Unser Mohamed Laubi von Niederlein-Kobraulow, ja, den kennen wir auch schon von diversen Mountainbike-Rennen. Mohamed Laubi. Ja, da sehen wir natürlich viele, die groß sind. Oder beziehungsweise die Fahne im Outfit der Radlung in Unterland ist, also gleich auch die Vereinsmeisterschaft, auch für die 164. Ja, man sieht schon, den Fahrern wird hier alles abgelangt. Der Höckhütter, 195, ja, ehemaliger bekannter Mountainbiker, Cross-Country-Spezialist. Wir warten auf den Programm Sammer Martin von Team Paradiesvolt. Ui, Sportunterwerker. Zillerbeuer müsste das sein. Paradieswelt. So, jetzt geht's gerade auf Start. Vielleicht haben wir mal beide Hände frei. Da werden wir uns ein bisschen warten, wenn wir ein bisschen alarmiert haben. Also, vielleicht haben wir beide Hände frei. Fangen wir die Fahrer mit einem Applaus hier. Unser Jugendfahrer, der Hallo, Alex. Gestern haben wir bei der Gesamtpreisverleihung vom Sparkassen Kids Cup. Hallo. Und auch der Marathonbrief vom Teamrad, Treff 31, Walter Silberett. Aber Stefan Guttenmoos, der neue Vereinsmeister, herzliche Gratulation. Franz Josef Wittdecker kämpft natürlich um die Unterberger Dorfmeisterschaft mit der Franz Josef Wittdecker, unser Windschirmführer genannt von beim Domlauf natürlich.
1978 ging ein Sprint an die in der Gräberwalter von der Mössal. Ja, wir haben ein tolles Team auf Mössal, das ist eine Hausstrecke von Wittig und Hans-Josef von Greifer natürlich auch. Unterwegs, aber wir warten noch immer auf die Mannweitung. Aber wenn es die offizielle Stand ist, ja. Aber ich dachte, ich will schon was dran. Also Roman, die habe ich jetzt gehört, weil der Ding geben darf. So, Schick 162 und 177 rein. Und so lange an die 100. Martin natürlich, die 177. 162 war der Mettner Mario. So, wir haben auch einen Tito für uns, Fahrer und Fahrerinnen. Also wir haben auch einen Tito, schaut mal vorbei. Wir haben auch, liebe Fahrer, liebe Mountainbiker, wir haben auch einen Tito. Weiterverpflegungsstelle. So bitte bei Nome von aufpassen. Bitte aufpassen, da wird noch gesprintet. Also bitte die Fahrer nicht behindern. Ja, da gibt es einen Sprat. Ohne Rammer müsste das sein. Und der Junior hat die Beine. Ja, da geht's. Schön, jetzt war es. Toni und Christian Rammer, herzliche Gratulation. So, und die Christina Blank dürfte das schnellste Bild sein. Bravo, Christina! Super! Ja, wir haben natürlich ein Tee, heute sagen wir Tee, und oben haben wir einen Tee natürlich für die Fahrer. Und auch natürlich für die Sieger, haben wir natürlich auch jede Menge Schmankerl vom Feinsten. Da bitte die Tonqualität zu entschuldigen, also wir haben da einen Notstrom angegriffen und jetzt hat er ein bisschen zu wenig Saft, also bitte um Entschuldigung, das ist eine Kraft, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem versteht. Ein weiterer Fahrer von der Radio hinunter, dann den Anmarsch. Oh, wir sind schon gespannt, wie lange braucht der schnellste Läufer. Also ich gucke mal, ob man eine Fahrzeit hingelegt, wenn man schaut. Ja, dann schauen wir, ob deine Siegerzeit da auch zu Buche steht. Meier Martin, die Nummer 189, der Martin von DE Anka. Ja, da kommt eine ganz schwere Übersetzung herein, wie ein Fahrer von Branchen dabei, von der Radio in Unterland. Ah, die Brunauer Kali müsste das sein, schauen wir mal. Die Kali Brunauer, da habe ich das richtig auch erreicht. Jetzt die zweite Christina, dann kann man schon bei den Mädels so. Ich hoffe, dass ich da ein paar Mädels übersehen habe. Natürlich, die Zeiten und Ringe alle inoffiziell. Wir warten auf den Gründer Fabio, die Nummer 193, Fabio Gründer. Ja, kriegt doch rein hier. Bravo Fabio. So, wir haben natürlich noch einen unverdienten Deko, sie jeden Tag wollen, also Holzzeichen Deko, wir haben billigen Deko, da soll ich ein bisschen stärken. Ja, meine Damen und Herren, Prost! Musst du mal ein Deko? Sie haben gesehen, da sind wir nicht. Ja, wir haben natürlich einen Teamwert, aber ich glaube, das ist eine tolle Mannschaft, ein toller Probe-Galopp. Sie haben gut genommen, so diese Vereinsmeisterschaft und also gleich auch Ackerberg- und Nordmeisterschaft und Rennen für jedermann natürlich. Ja, und wir sind unten beim Rennpreis, also beim Einfahren, beim Kreisverkehr, also wenn man von der Autobahn runterkommt, sind sie gestartet, also schon eine anspruchsvolle Strecke, wie man bedenkt, beim Schloss geht schon steiler auf, die erste Anstieg beim Schloss schon in Niederbreitenbach, dann weiter natürlich Abzweigung rechts, Richtung Bad herauf, ja, dann
geht es dann so richtig zur Sache. Unter 15. Die unter 15 sind aber die zerstört. Schauen wir mal, jetzt haben wir 163. Das ist der Hager Alexander. Hallo. Super. Alex Hager. Hier war mein Herz, das nächste Mal die Stadt schauen, wieso ist der Wind drunter. Hier mit. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir diese Mannschaft mit Trockenen über die Bühne bringen. Wir haben ja da das heiße Zelt natürlich für die Siegerehrung. Mit dem Spannkampf am 1. Mittag ist natürlich der Leon-Kuchen. Ja, und eine tolle, bürgerliche Siegerehrung, eine Kühlung der Vereinsmeister 2010. Und der Berger Dorfmeister wird die Kühlung natürlich von Audi Ebert und Erdmann bekannt gegeben. So, die neuen dazugekommenen Fahrer, Informationen, ihr könnt natürlich da kostenlos einen E-Arbeitszeit da einen E haben. Auch der Stefan da, leider kein Mikro, Stefan aber, hören wir mal schauen. Super Rennen gefahren, Stefan, ich habe leider kein Mikro, aber vielleicht hört man es da. Tolle Strecke. Ja. Herzlichen Gratulation unserem neuen Vereinsmeister. Zum Beispiel am Sieger von diesem Bernd Mörder Bergrenner. Ja, für die Zuschauer natürlich gibt es Nike. Wir haben drüben, gibt es auch da Verpflegung zu euch nehmen. Wir haben da Spannkampf vom 1. Faire Gäste. Herzlich willkommen natürlich die Wanderer. Also können Sie kaum stärken natürlich, also da in einem Zelt natürlich ist jeder herzlich willkommen. Und da super Preise, Spannkampf vom 1. natürlich. Also, wurde immer nicht mehr ausgehoben. Ich glaube, die Mountainbiker müssen jetzt alle das Ziel erreicht haben. Wir haben bereits 11:25 Uhr. Aber kommt noch einer. Aber wie gesagt, wir warten dann auf die schnellsten Läufer, wenn wir schauen, wer die schnellsten Läufer sind. Ja, da ist ein ehemaliger SV-Trainer mit dabei, der Meinmeier Flori, wenn ich schaue, mit der Startnummer 16, oder der Linker Roland, der Mann von der Mannschuss und von Schiebox mit Kommandos. Ah, ist das so? Heiß ich. Jetzt hat er noch geholfen, der Roland. So, jetzt schau, dass du schon ein Mountainbiker bist. So, und da sind wir die 163 Kilo. Sind Brigante, herzliche Gratulation. Brigante, sind. Wo hat er mal Gas gegeben? Da sag ich trotzdem Gas gegeben. Ja, da gesagt, keiner wollen wir mitnehmen. Aber da waren wir die anders. Ja, jetzt kommen wir immer noch. Laufen das bitte bei der Abfahrt, bei der Talfahrt. Kommen wir immer noch Mountainbiker rauf. Ja, da war ich gestern selber überrascht, also die große Anzahl der Starter. Ja, gestern eine tolle Siegerehrung gehabt, wie Bayern den Hund haben draußen, bei Karlsruhe Kirchspiel wurden die Sieger angeplatziert von der Fantasie Kitzkamp geehrt, eine tolle Preisverteilung von der Saal natürlich. Und auch mit der Fantasie und der Jürgen der Lofra und die Christine Lofra müsste das sein. Das war der Ohr, schon ein Holz, der mit da ist. Ja, das ist so gut. 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 Ja, das ist so g